Hallo und herzlich willkommen zur Videotutorial-Reihe RPG in a Box. Ich bin Carsten und in dieser Folge möchte ich mit euch die Teile für ein Haus erstellen, das heißt Wände und Türen. Wir wollen einen Hauskorpus anlegen und ich werde mit euch das Öffnen von Türen und Verdecken von Ebenen durchgehen. Da uns für ein Haus die grundsätzlichen Bauteile fehlen, beginnen wir erstmal mit der Wand. Wir haben in der letzten Folge einen Steinblock entworfen, den werde ich jetzt heller machen und werde aus diesem Steinblock heraus die Wände erstellen, die wir für unser Haus brauchen. Anschließend werden wir aus diesen Blöcken Türen generieren, werden die in den Körper einsetzen und werden die Steuerung für die Türen als Objektinteraktion machen. Damit unsere Wände ein harmonisches Bild ergeben, das heißt, dass wir die endlos übereinander und nebeneinander setzen können, ist ein gewisses Grunddesign nötig. Ich habe das wieder vorher auf ein Blatt Papier skizziert, habe das neben mir liegen und werde das jetzt einarbeiten. Die ganze Sache etwas beschleunigt abspielen lassen. Ihr könnt das mit Pause mitmachen oder ihr holt euch einfach aus dem Link unten in der Videobeschreibung, aus meinem Google Store die Assets und verwendet diese. Als allererstes brauchen wir eine neue Textur, das heißt, wir machen Stein Block hell. Und dieser hat eine Texturengröße von 16 mal 16 mal 16 Voxel und der soll natürlich wieder impassable sein, es ist schließlich ein Block. Des Weiteren nehmen wir unser vordefiniertes Farbset und wir fügen denen ein paar weitere Sachen hinzu. Und zwar möchte ich für die Steintextur haben die D3, D2, D1. Das wird meine Steintextur, die speichere ich mir hier gleich ein. Und ich nehme den Wert und nutze den im Noise Editor, um mir meine Steinschicht zu generieren. D3, D2, D1. Wir versuchen wieder ein harmonisches Bild hinzukriegen, indem wir die Lagen mehrfach übereinander packen, wie wir das im letzten Tutorial schon gemacht haben. Und wir verschieben auch wieder die Lagen untereinander, sodass wir, wenn wir dann Steine entfernen, untereinander nicht dieselben Pixelfarben finden werden. Grundsätzlich mache ich immer die doppelte Verschiebung, die ich nach oben lege, nach vorn und nach hinten. Also jetzt zum Beispiel 4 hoch, 8 nach unten, 8 zur Seite. 16 ist Quatsch bei einem 16er Block, also können wir den jetzt endlos übereinander setzen und der erste Punkt ist geschafft. Speichern. Nun erzeugen wir aus diesem Block unsere Steintextur. Die habe ich mir wie gesagt skizziert und ich werde die hier einfach nur in den Stein reinfräsen, sodass wir den endlos aneinander setzen können. Ich werde jetzt langsam auch mal den Zeitraffer anmachen. Also wichtig hierbei ist die horizontalen Lagerfugen, die durchgehen, sodass ich den Block endlos aneinander setzen kann, sowie die gleichmäßige Gestaltung der Steine. Diese sollten unregelmäßig sein. Das heißt, ich habe hier Abstände zwischen 2 Voxel und 7 Voxel als Maximum gewählt und ein Stein, der sehr klein ist an der Seite, sollte auf der anderen Seite fortgesetzt werden. Dieses Muster übertrage ich auf alle 4 Seiten, sodass ich meinen Block am Ende drehen kann, wie ich will, und dann später dann auch aus verschiedenen Richtungen weitere Modelle herauszuschneiden. So, jetzt gilt es noch, die Fugen hinzuzufügen. Das heißt, die möchten wir ein bisschen dunkler machen, damit man das als Steinschicht erkennt zwischen rausgebrochenen Steinen und gemauerten Fugen. So, jetzt wo der Stein fertig ist, werden wir den auch gleich in die Map einsetzen, um zu gucken, wie es sich so verhält. Wir nehmen also unseren Block und setzen den auf unsere Steine oben drauf. Im Normalfall ist es so, dass der untere Layer für Bodentexturen ist. Diese sind normalerweise ein Voxel hoch. Anschließend kommen danach Wände drauf. Wenn ich das jetzt nicht machen würde, ich mache jetzt den ganzen Block, setze ich den auf den Boden, würde mein Gras darunter verschwinden. Da ich später aber noch dünnere Wände nutzen will und mein Grasblock bestehen bleiben soll, darf ich nicht auf derselben Texturenebene arbeiten oder auf derselben Schichthöhe arbeiten. Deswegen gehe ich einen Voxel in die Höhe. Und eine komplette Lage nach oben.
Und wir schauen uns das erstmal an. Ah, was noch fehlt? Wir müssen auf jeden Fall gucken, dass wir nicht in der Wand spawnen. Das heißt, wir brauchen eine neue Startposition. Und wir wählen die hier neben der Brücke minus 300 und setzen den in den Script-Editor. So, jetzt noch speichern. Nee, halt. Da erstes Feld verlassen, genau. Speichern und damit gehen wir in die Kartenansicht. Wobei wir gehen in die Ego-Perspektive, dann sehen wir die Wand nämlich noch viel besser und können uns die von den Seiten bestaunen und können auch mal ums Gebäude ringsherum laufen. Also ab ins Spiel. Das ist unsere Wand. Ja, es gibt noch ein paar Voxel, die nebeneinander gleichmäßig liegen mit derselben Farbe. Das könnte man noch verbessern. Da hat der Noise Editor wahrscheinlich nicht so ganz das ideale Bild dafür hervorgerufen. Ansonsten, wir sehen unsere Steintextur und es sieht erstmal super aus. Als nächstes wollen wir aus unserem Block eine Wand erstellen und dafür eine Ecke. Also machen wir Stein, Wand, Ecke, Innen. Das wird die Innenecke unseres Gebäudes werden. Und wir werden aus dieser Textur jetzt eine Wand erstellen. Die von mir favorisierte Wandstärke ist bei 4 Voxeln für eine Außenwand. Ich nehme auch gerne mal 3 oder 2, das variiert, aber für eine dicke Steinwand finde ich 4 sehr hübsch. Ich gehe jetzt auch wieder in den Zeitraffer-Modus über. Wichtig ist, wieder die Lagerfugen durchzuziehen. Dazu werden wir an den Ecken haben wir jetzt eine Nische drin, weil wir die ja vorhin ausgeschnitten haben. Die müssen wir wieder füllen und wir müssen auch unsere Steinübergänge füllen, die wir jetzt an den Außenecken erzeugen, sodass wir eine komplett geschlossene Wandanschlussseite kriegen und diese prinzipiell 4-mal im Eck setzen können und damit einen kompletten Würfel erzeugen. Dann haben wir eine gute Wandtextur. Schwierig ist hierbei, die vertikalen Fugen auf die richtige Seite zu übertragen, sodass man häufig das Modell drehen muss, um das zu sehen und die Punkte an die entsprechende Stelle zu setzen. Die Alternative ist am Ende zum Vergleich nochmal Voxel zu löschen und Schicht für Schicht durchzugehen, dann erkennt man das nochmal richtig gut. So, das passt ganz gut, würde ich sagen, dann übernehmen wir das. So, damit folgt die nächste Ressource. Wir brauchen Stein, Wand, Gerade. Das soll quasi die Fläche werden, die wir endlos nebeneinander setzen können, um die Wände zwischen den Ecken zu erzeugen. Auch hier wieder, wir löschen den Eckteil, den wir nicht brauchen, und korrigieren die Fläche von der Wand, indem wir die Fugen nachziehen und die vertikalen Verbindungen. Und dann sieht das schon ganz gut aus, dass wir das nehmen können. So, jetzt fehlt noch Stein, Wand, Ecke, Außen. Damit wir, wenn wir die Ecken aneinander reihen können, wird es sonst eine Nische entstehen. Die müssen wir irgendwie schließen können. Das gucken wir uns nachher auf der Karte genau an, was ich dazu meine. Und dann haben wir alle Wandteile fertig, die wir brauchen. Auch hier müssen wir jetzt wieder die Fugen korrigieren und die Vertikalfugen schließen, damit alles passt. Ich nehme jetzt einfach mal die anliegenden Pixel. Es muss jetzt nicht so extrem akkurat und präzise sein. Und dann passt das schon ganz gut. Jawohl. Die Anschlüsse der Wand noch und speichern. So, Zeit, das hinzusetzen. Dazu gehen wir auf die Karte. Wir nehmen unsere alten Sachen weg. Nee, drüber setzen wird nicht gehen. Wir haben ja schon Gras drunter. Wir gehen auf die Ebene 0 mit dem Gras, markieren jetzt die Sachen. Dazu könnten wir auch die Box Selection nehmen, fällt mir gerade ein. Das ganze Zeug kommt weg. Und was ich noch vergessen habe, mein Modell möchte ich noch so ausrichten, dass alle Teile in Frontrichtung an der Wand liegen, sodass quasi der Frontpfeil in der Map, wenn man es einsetzt, immer zur Wandaußenseite zeigt. Das mache ich jetzt noch für alle Wandteile, die wir haben. Für die Ecke, Wand und die Außenecke. So passt das jetzt schon ganz gut. Und speichern und dann können wir auf die Karte gehen und das einbauen.
Dazu korrigieren wir jetzt erstmal unsere gesamten Navigationspfade, damit das wieder vernünftig passt. Und dann sollten wir noch ein bisschen Platz auf der Karte erzeugen. Wir sind auf Ebene 0, genau auf der Ebene, wo unser Gras liegt. Erweitern jetzt die Fläche und fügen jetzt die Wände ein. Und ja, genau das ist das, was man nicht machen soll. Rückgängig und eins höher. Unsere Wände liegen über dem Gras. Später könnte man hier dann zum Beispiel ein Parkett runterlegen oder einen Steinboden. Dann würden sich die Wände darauf stellen. Da wir momentan nur Gras haben und noch keine Bodentexturen für im Haus, lassen wir es erstmal so. Ich will das Video auch nicht extrem überziehen. Wir sind schon ziemlich weit gekommen. Und wir haben ja auch noch einiges vor. Die Türen fehlen noch, die müssen wir noch anlegen. Wir schließen erstmal hier alles dicht, gucken uns an, da fehlt noch die Ecke, die muss noch rein. Und jetzt eine Ebene höher, da kommen wir genau im 16er Raster hin, so wie meine Blöcke ausgerichtet sind. Ihr könntet auch ein 32er Raster in der Höhe nehmen oder wenn euer Charakter kleiner ist, das muss alles irgendwie harmonieren, da müsst ihr euch was ausdenken, was so passt. Also für mich ist immer 16 mal 16 die Blockgröße, der Charakter ist anderthalb Blöcke hoch. Das Drehen der Objekte macht ihr übrigens mit rechter Maustaste, falls ihr da noch Schwierigkeiten habt. Die Ecken drauf, Wände schließen und dann haben wir unser Haus gleich fertig. Hier noch was rein. Ecken zu. Jawohl. Dann fehlen jetzt noch die Interaktionspfade. Die müssen wir noch nachziehen. Die haben wir durch das Wegmachen versaut. Hier ist es immer gut, die Navigationspfade oder die Passierbarkeit richtig zu setzen für die Blöcke. Zeige auch nachher noch, wie wir einen Ebenenübergang machen. Auf Fenster und Treppe würde ich jetzt erstmal verzichten. Wir müssen jetzt als nächstes noch die Türen anlegen, damit wir letztendlich auch in unser Haus reinkommen. Und dann wollen wir auch eine Innenansicht generieren. Okay, das passt jetzt erstmal so. Für die Pfade ist ganz wichtig, die Pfade geben die Bewegbarkeit vor. Also wenn ihr jetzt so eine Wand habt wie hier, ist es nicht wichtig, ob es eine Kollision ergeben wird in der 3D-Engine mit Kollisionserkennung, sondern es ist tatsächlich nur wichtig, ob der Pfad da ist. Also ich kann euch das jetzt zeigen. Wir können jetzt an der Stelle durch die Wand durchgehen, wo der Pfad durch die Wand geht. Und es ist, als wäre die nicht da. Es ist wie eine Geisterwand, durch die man durchgehen kann. Normalerweise legt er sich auch hoch, das spinnt manchmal. Dazu müsst ihr den Weg auswählen zum Wegmachen und entfernen drücken und dann schauen, dass ihr das oben drüber legt. Ja, jetzt geht's im richtigen Moment geht es auch oben drüber. Und das ist der entscheidende Punkt. Also wenn wir jetzt den Übergang hier haben, speichern, ist das jetzt der Punkt, wo der Charakter über die Wand drüber geht und der erkennt auch automatisch die Höhe. Das zeige ich euch jetzt. Wenn wir also jetzt hier langlaufen, stellt sich unser Charakter auf die Wand drauf im richtigen Moment. Also wir gucken jetzt von oben, können links und rechts runtergehen. Und genauso wird das, also das Höhenmodell wird durch die Voxel definiert, genau an solchen Stellen hier, an solchen Übergängen. Ich mache das jetzt weg. Und die Wand wieder zu. Und da würde auch der Charakter die Treppe dann hochgehen. Genau an solchen Teilen. Speichern. Ja, also für die Pfade ist wichtig, die definieren die Wege. Es gibt keine Kollisionserkennung, wir benutzen das. Was uns jetzt fehlt, ist die Tür. Das heißt, wir kopieren jetzt diesen Teil und nehmen Stein, Wand, Türsturz. Das wird der Teil, der über die Tür kommt, wo unser Türdurchbruch kommt. Unsere Charaktere sind 24 hoch, unsere Wand soll 26 sein und das liegt hier jetzt genau in der Fuge drin. Und da wird unsere Tür eingebettet werden. Speichern. So, damit wird es jetzt nochmal besonders schwierig. Jetzt kommt unsere Tür, das können wir übrigens auch hier über Objekt Plus erstellen und geben dem einen Namen. Tür. Nee. Holz. Tür. Und wir ändern die Größe auf 28. Nee. 26. 24 ist die Modellhöhe plus 2. So, für die Holztextur wollen wir jetzt auch den neuen Generator verwenden. Das heißt, wir kopieren die Ressource, machen eine neue Ressource. 32 mal 32, eine möglichst große Fläche. Mit dem neuen Generator können wir nur eine Schicht erstellen. Die können wir dann aber aufstellen. Platzhalternamen, okay. Und nutzen die. Nee,
Den gibt es hier nicht. Der ist nur bei den Kacheln. Also weg damit. Und eine neue Kachel erstellen. Kachel in der Größe, die passt. Platzhaltername und ist egal. Und damit können wir den Noise-Generator einsetzen, um eine Schicht zu erzeugen. Das fehlt noch die Variable. Das heißt, wir machen unsere Farbe und legen die an. Dafür möchte ich jetzt einen dunklen Holzton haben für den Rahmen, die 4622B. Das wird der Rahmen aus Holz und dann brauchen wir natürlich noch ein Türblatt. Das wird ein bisschen heller werden. 8E7A45, das ist der helle Ton. Die werden wir auch wieder mit dem Noise-Generator jetzt benutzen. Und also den Holzton werden wir jetzt hier mit dem Noise-Generator benutzen. Geben den ein und suchen uns wieder eine Textur, die gleichmäßig aussieht, vielleicht ein bisschen streifig für Holz. Ja, so, okay. Und dann erhöhen wir das Gitter, dass wir das aufstellen können und können dann dazu unsere Interaktionsknöpfe rechts oben nehmen zum Neigen. Damit stellt sich die Wand auf und wir duplizieren die wie immer. Kopieren, hinzufügen, eine Schicht nach vorne, zwei nach unten, zwei nach rechts. Und das machen wir mehrfach. Okay, ausschneiden, kopieren, zwei nach vorne. Bisschen verstellen. Diesmal vier. Zwei müsste auch gehen. Und dann wollen wir die zuschneiden. Das heißt, wir verringern unsere Breite. Und das ist schlecht. Dann verschwindet der Block. Wir müssen das erst rückgängig machen. Wir müssen das erst in die Mitte zentrieren, bevor wir das schneiden. Ansonsten funktioniert das nicht. Und es dauert lange. Dauert es ganz lange. Jetzt kommt gar nichts mehr. Okay, das war's. So, Zeitsprung. Ich habe das jetzt verschoben. Das hat mich vier, fünf Anläufe gekostet. Ich springe jetzt quasi hier wieder rein und markieren jetzt den Rahmen. Ja, ich weiß auch nicht, woran das liegt, aber beim Verschieben, das ist sehr ressourcenfressend anscheinend. Das macht das System extrem langsam. So, jetzt machen wir hier zwei breit unseren Rahmen außenrum. Das wird unser Türrahmen, sodass wir jetzt das Blatt rausnehmen können. Und ich möchte noch eine Türschwelle haben. Zwei breit. Sieht ganz gut aus, dass die Tür dann dahinter abschließt. Okay. Frontansicht ist immer gut zur Orientierung. Und dann sind wir aber noch im Teilmodus. Das heißt, wir müssen hier noch alles kopieren und in unser Objekt übertragen, damit wir das als Objekt platzieren können. Speichern. Und jetzt werden wir hier wieder die Konturen rausarbeiten. Ich möchte eine Querverstrebung haben, also zwei Bretter quer und da drin eine Diagonalverstrebung. Das heißt, wir werden dann hier eine Diagonale machen. Die geht bei einer Holztür übrigens immer von der Angel nach oben weg. Also, Moment. Nee, erstmal eine komplette Schicht weg. Und jetzt, die Tür soll nicht vorne bündig abschließen. Unser Brett und jetzt machen wir die Diagonalverstrebung. Das heißt, hier nehmen wir jetzt Linksteile weg und das müsste ungefähr unten präzise hinkommen. Das ist jetzt immer 1 tief, 2, 1, 2, 1, 2. Mit einem habe ich begonnen. Und jetzt. Und dann müssen wir das noch schmal machen, sodass unsere Diagonale 2 Voxel breit ist. Ja. Jetzt ist es mir zu dick. Mal ist ein bisschen dünner. Und dann sollte das auch aussehen. So, und dann sind wir fertig auf der Seite. Sieht ganz gut aus. Ja, wirkt auch gleichmäßig. Und dann fehlt noch die andere Seite. Also das Ganze, was wir jetzt gemacht haben, nochmal auf der Innenseite. Wobei wir jetzt hier eins tiefer ausschneiden müssen. Also
Durch die Schwelle liegen wir mit dem Brett eins höher und müssen jetzt die Diagonalen übertragen, wie wir sie hatten. Eins, zwei, eins, zwei, immer im Wechsel. Und auch wieder hier geht die Diagonalstrebe von der Angel weg nach oben, um die Diagonalkräfte aufzuheben, dass sich die Tür sonst normal verzieht. Das ist ein bisschen off-topic. Und dann sind wir fertig. Okay, Frontansicht. Und was jetzt noch fehlt, ist eine schöne Türklinke. Das heißt, wir nehmen wieder unsere Holzfarbe für den Rahmen und bauen an beide Seiten der Tür eine Türklinke an, ungefähr auf der Türmitte. Meine Tür hat die Angel links. Nee, so nicht. Ja. So, hier. Jawohl. Genau, und das auch nochmal innen. Und damit ist die Tür fertig und speichern. So, jetzt wird es richtig kompliziert. Wir müssen die Animation machen, also einen neuen Frame hinzufügen und wir machen das Select-Tool und fangen jetzt an, unsere Tür zu animieren. Wir werden diese langsam öffnen und damit in Zweierstreifen Stück für Stück die Tür nach innen verschieben, um jeweils einen Voxel. Damit kriegen wir die Bewegungsanimation hin, dass die Tür leicht öffnet. Erst im Verhältnis von 2 zu 1 nach hinten, dann 1 zu 1, dann 1 zu 2. Und am Ende ist sie ganz offen. Das machen wir durch eine Drehung. Damit kriegen wir das gut animiert. Die Tür müsste sich jetzt eigentlich beim Öffnen verkürzen. Das werde ich aber weglassen. Das fällt bei der Geschwindigkeit der Animation nicht ins Gewicht. Das fällt dann kaum auf. Und es ist wesentlich einfacher darzustellen oder zu machen, dass wir das halt einfach durch Verschiebungen machen können, ohne das neu zu zeichnen. So, jetzt nochmal die Tür. Da ist der Griff. Der steht ein bisschen weit da raus. Jawohl. Und das Ganze nochmal nach. Na, da unten fehlt immer noch was. Jetzt haben wir es und nach innen verschieben. So, neuer Frame. Jetzt machen wir das Ganze noch ein Stückchen weiter auf. Dazu müssen wir die Tür aber jetzt kürzen, sonst fällt es auf. Wir nehmen also einen Streifen raus und wir werden jeden dritten rausnehmen. Den ersten, dann kommen zwei, die wir ein Stück rein verschieben. Dann nehmen wir wieder einen raus. Vorne die Ecke machen wir weg, damit es danach nicht so sehr raussteht. Okay. Und da fehlt noch ein Stück, das machen wir wieder rein. Da habe ich wohl eben gerade nicht aufgepasst. Okay, und eins, zwei, die haben wir. Und das Ganze muss jetzt weiter in die Türangel rein. Jawohl. So können wir uns lassen. Und dann wieder einen Streifen raus. Ah, man kann nicht löschen, wenn es selektiert ist. Also Streifen raus und wieder zusammenschieben. So, damit fehlt jetzt noch der Türknauf. Dann nehmen wir die Kopie der Farbe und setzen den diagonal an und löschen den Rest weg. Wir brauchen halt immer einen Voxel, um anzusetzen. Wir können halt nicht im freien Raum zeichnen. Und damit sind wir fertig. Speichern und gucken uns das mal an. Zu, auf, schön. So, dann nächster Frame.
Jetzt machen wir das nächste Verhältnis. Jetzt geht es zwei nach hinten und eins nach vorn. Dafür können wir uns aber behelfen. Wir kopieren jetzt die ganze Tür raus, nehmen die mit in den neuen Frame durch Steuerung C und Steuerung V. Jetzt können wir die Sicht ausrichten und können dann die Darstellung spiegeln. Erstmal bestätigen. Spiegeltool. Und dann können wir die so einfügen direkt. So, aus der Frontansicht, jawohl. Und da muss der Rahmen natürlich passen. Das heißt, die muss noch ein Stück rein. Und wir müssen noch ein Voxel an der Ecke beschneiden, damit der Rahmen dann hervorragend passt. Da fehlt wieder ein Stück. Ich muss das auch in mehreren Ansätzen nochmal zusammenschneiden, weil mir hier zwischendurch immer mal ein bisschen was verloren gegangen ist durch schlechtes Ausschneiden und Einfügen. Achtet da bitte sehr darauf, dass das alles passt. Jetzt nehmen wir den Rahmen noch mit und kopieren den hier rein. Und damit ist dieser Frame auch fertig. Beim Ausrichten auf die Front ist immer schwierig. Manchmal muss man da hin und her schalten. Dann nimmt es nicht immer an, wenn man schon auf der Front ist. Das lässt sich immer schwierig sagen. Ich mag die Ansicht halt gern auf die Front ausgerichtet, weil es sich da besser arbeiten lässt. So, jetzt fehlt uns noch ein Frame. Dazu nehmen wir die Tür komplett mit, kopieren die und stellen die in Frame Nummer 5 rein. Und drehen die und richten die, nee, nicht nach oben. Da ist immer wichtig, das Fenster richtig zu positionieren. Richten die aus, dass die wieder in unseren Rahmen sich einfügt und wir den Rahmen dann nachträglich dazu kopieren können. Bestätigen, jetzt muss wieder die Ecke weg. Da kommt der Rahmen hin. Dann testen wir die Animation, Frontansicht und wir machen die Tür zu, passt, auf, passt. Und dann brauchen wir einen Namen, den nennen wir Open und machen das als Clamp, sodass der letzte Frame stehen bleibt. Und jetzt geht die Tür auf und beim Schließen rückwärts von 5 auf 1 auch klemmt, dass die letzte Animation stehen bleibt und vielleicht ein bisschen schneller. Close. Ja, hervorragend. Und für Open werden wir das jetzt nachkorrigieren. Das könnt ihr aus den Model Properties rausnehmen und da korrigieren. Und dann passt das. Öffnen. Ja, das sieht schon schöner aus. Close. Jawohl. Damit bauen wir das in die Map ein. Wir wählen den Startbereich aus. Wir platzieren die Tür im Rahmen. Hier drauf achten, dass die auf der richtigen Höhe ist. Sie legt sich immer auf Teils drauf, aber wir müssen natürlich noch die Wandkacheln entfernen. Machen jetzt den Türsturz rein, eins hoch und eine Ebene, damit wir auf der richtigen Pixelhöhe liegen oder Voxelhöhe liegen. Das seht ihr dann, wenn wir nochmal drüber gucken. Einsetzen, dann frei bewegliche Ansicht und das sitzt alles hervorragend. Sehr toll. So, dann bleibt Speichern. Und wir müssen Navigationspfade korrigieren. Interaktion von innen nach außen. Das ist jetzt zu hoch. Das schnappt gerne mal auf eine andere Höhe. Eine Lösung habe ich dafür noch nicht. Wenn ich da was finde, werde ich das mal noch ansprechen. Also korrigieren. Und die Tür müssen wir jetzt auswählen und die Felder davor und dahinter, damit wir die als Türbereich definieren können. Mit Create Door wird dann automatisch der Weg neu verbunden. Quick Play. Speichern. Quick Play. Und wir sind im Spiel. Die Tür ist da. Mit Leertaste oder linker Maustaste könnt ihr sie öffnen und schließen. Klappt hervorragend, okay.
Nochmal raus. Dann gucken wir uns das mal aus einer anderen Perspektive an. Wir nehmen die Standardperspektive, dass wir das von oben auch nochmal sehen. Quick Play. Und auch hier nochmal. Anklicken zum Interagieren. Tür geht auf. Wir können rein. Okay. Und dann sagte ich ja, die Türen werden neu verbunden. Das heißt, um das anzugucken, gehen wir auf Settings, Quick Play und machen Navigation Debug an. Sonst geht der Debug-Modus im Spiel nicht. Können wir unter Quick Play rein. Und mit der Zirkulum-Flex-Taste ganz oben links unter Escape könnt ihr die Konsole aufmachen und da steht Nav Debug. Damit macht ihr den Navigationsdebugger an und seht dann diesen Pfad. Der sagt, der könnte nicht durchgehen. Öffnet ihr die Tür, wird es ein Weg, also ein Interaktionspfad mit geschlossener Tür, sonst ein Laufpfad. Wir können Tooltips auf die Tür platzieren. Über die Entity Properties gibt es den Punkt Tooltip. Da können wir einen beliebigen Text eintragen, der dann beim Hover über die Tür auftaucht und dem Spieler Hinweise gibt, wie zum Beispiel, dass die Tür aufgeht, wenn man sie klickt, eine Schatzkiste sich öffnet, wenn man sie anklickt oder ähnliches, wohin die Tür geht, wenn man Karten verbindet und so weiter. Das sieht man dann, wenn man ins Spiel reingeht. Wenn man mit der Maus über die Tür hovert, klickt mich an, dann gehe ich auf. Wenn wir mit mehreren Ebenen arbeiten wollen, würden wir unten nichts sehen. Das heißt, wir nehmen jetzt mal eine Schicht und machen ein Dach. Dazu gehen wir wieder etwas näher ran auf die Ebene 1 und eine Ebene hoch. Nein, zwei Ebenen hoch, damit wir auf dem Dach sind. Ich habe jetzt kein Dach. Ich will das auch nicht mehr machen jetzt heute. Das Video hat sich schon ganz schön lange gezogen. Deswegen, ich packe jetzt einfach eine Schicht Sand drauf. Die Navigationspfade entfernen wir mit Entfernen. Und dann haben wir das Problem, dass wir nicht mehr ins Haus reingucken können, weil wir ja ein Dach oben drauf haben. Aber wenn wir ins Haus rein wollen, wollen wir sehen, was im Haus drin ist und dafür brauchen wir eine Lösung. Öffnen wir die Tür, geht die Tür auf, gehen wir rein ins Haus, passiert nämlich gar nichts. Wir können zwar durchzoomen durch die Decke, die hindert uns nicht daran, aber die verdeckt die Kamera und das wollen wir entfernen. Das Problem wollen wir lösen. Dazu selektieren wir einfach die gesamte Schicht und gehen auf die Properties. Und hier gibt es das Konzept Gruppen. Da sind die Gruppen. Und wir können mit der rechten Maustaste Gruppen einteilen und können es einer Gruppe hinzufügen. Und da ist das Prinzip, dass man einen Namen eingibt, Level 1. Und wenn ich ein Minus und Height dahinter schreibe, heißt das, diese Ebene wird verdeckt. Sage ich gleich was dazu. Und wir können sie ausblenden, dass wir was sehen. Jetzt können wir eine Ebene 1 definieren, also Level 1. Und wenn der Bereich betreten wird, also ein Feld aus der Gruppe Level 1 betreten wird, werden alle Felder aus der Gruppe Level 1 Height automatisch ausgeblendet. Das kann sich auch überlagern. Das könnt ihr mit mehreren Etagen machen, dass im ersten Level 6 Etagen obendrauf entfernt werden, im nächsten die 5 und so weiter und so weiter. Könnt ihr übel viel damit machen. Das geht vollautomatisch. Ihr müsst sonst nichts skripten. Ihr könnt die hier einblenden. Ihr könnt sie selektieren über den Pfeil und könnt sie weiterbearbeiten. Um das Ganze jetzt zu testen, speichern wir jetzt und gehen rein. Und wenn wir die Tür öffnen und ins Haus gehen, wird automatisch unsere Ebene entfernt. Wir können uns im Haus umgucken, gehen wir raus, wird sie automatisch wieder hinzugefügt. Und so könnt ihr es darstellen. Wir können jetzt noch durch die Tür durchgehen. Das Problem müssen wir noch fixen. Das machen wir aber in einer anderen Episode. Ich habe da ein Skript dafür vorbereitet, das erkläre ich dann demnächst. Und das war's für diese Episode. Wenn euch das gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben und seid auch bei der nächsten Folge wieder dabei. Über ein Abo würde ich mich riesig freuen und bis zur nächsten Folge. Tschüss!